Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Live 2 Projekt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Und es gibt eine Neuerung auf dem Hof hier von mir und von dem Uwe. Und zwar haben wir ja angekündigt, der Komposter. Der Komposter ist angekommen, ist da, hat gekostet schlappe... warte mal, damit ich hier nicht lüge. Hat gekostet schlappe 80.000. Haben wir bezahlt, könnt ihr letzte Folge angucken, könnt ihr diese Folge angucken. Werdet ihr sehen, dass bisher mehr als 80.000 fehlen. Und das ist sehr, sehr gut für uns, weil hier kommt jetzt dann jede Menge Stroh rein. Und wir können mal gucken, ob wir das verkauft bekommen. Das Problem ist, wie könnte es anders sein? Wir brauchen Diesel. Das ist natürlich wieder eine super Sache, dass wir hier Diesel brauchen. Aber vielleicht haben wir ja irgendwie eine Möglichkeit, beim Lange was zu kaufen. Den Lange habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. War gut, oder? Ja. Okay, auf alle Fälle, der Uwe ist am Arbeiten. Das ist schon mal super. Ich glaube, in das Fass hier geht nur Wasser und Milch rein. Ich glaube, das wäre auch besser für die... für die Zivilisation hier, wenn wir da nur Wasser und Milch reinmachen und nicht noch was anderes. Der Elula hier mäht, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Was haben wir eigentlich momentan an Milch hier? Warte mal. Ah ja, 30.000 Liter. Läuft. Wir haben schon wieder 11.000 Liter Gülle, 37.000 Liter Mist und ich habe gesehen, irgendwas mit irgendwas über 20.000 Gärreste. Ne? Die müssen wir auch irgendwie an den Mann bringen. Okay, da müssen wir mal gucken. Wir haben keine Silage mehr drin bei dem... warte mal. Quatsch mit Soße. Ich wollte doch eigentlich die Silage holen fahren. Der Uwe ist wieder am Waschen. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die macht er ganz gern. So, dann laufen wir da mal rüber. Okay, was wächst hier eigentlich? Sojabohnen haben die gesät hier, okay. Wie sieht es bei uns eigentlich aus? Weizen. Ich glaube, das Unkraut haben sie schon weggespritzt. Die Jungs sind richtig tough, ne? Da gibt's ja nichts. Gut. Dann sind wir jetzt schon da. Drüber mit Elektrozaun. Eigentlich ist ganz geil, ne? Wir haben die BGA, was mit dem Elektrozaun eingekreist ist. Ja, kann man machen. Wo haben wir denn hier? Ah, hier ist es. Ist eigentlich noch hier alles am Mischen? Alter Schwede, haben wir viel Zeug. Meine Güte. 44.000 Liter. Wie viel? Warte mal. Achso, da können wir eigentlich schon mal eine Runde füttern, ne? Okay, jetzt gehe ich erstmal das ganze Zeug hier holen. Wo ist denn unser... Ah, da ist er. So, eingestiegen. Läuft. Was ist das denn? Was ist das denn für ein LKW? Hat der denn drauf? Sind das meine Buttermaschinen? Nee, das sind... Hä, was ist denn das? Das sind Paletten? Hallo! Hallo! Herr Lange! Herr Aumeier! Grüße! Grüß Sie, lange nicht gesehen, gehört. Ja, Herr Lange, ich habe Sie lange nicht gehört, das stimmt. Ha, der war gut. Ha, der war gut, er war aufgelegt. Was kann ich tun für Sie? Herr Aumeier, ich brauche dringend Gülle und Mist. Gucken wir mal nach links und nach rechts, bedienen Sie sich. Haben Sie da? Wunderbar. Ich habe für Sie, ich hab extra geguckt, da war schon jemand da und wollte mir das abkaufen, ne? Und ich habe gesagt, nein, ich habe einen Vertrag mit dem Herrn Lange und das muss ich einhalten. Das ist sehr gut. Ich hätte theoretisch... Haben Sie eine Möglichkeit, mir das zu bringen? Natürlich nicht. Okay, dann würde ich das LU beauftragen. Das ist okay. Ich habe auch noch 26.000 Liter Gärreste, Herr Lange. Ja, spitzenmäßig, nehme ich. Nehmen Sie auch, wunderbar. Preis bleibt gleich. Wie gesagt, ich mache da keinen Dingens draus. Wir haben, glaube ich, ich habe heute Morgen mal nachgeguckt in der Tabelle, irgendwas mit 30.000 Liter Mist, irgendwas mit 11.000 Liter Gülle. Also nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Alles klar, und Sie rufen mich dann später an, was ich schuldig bin. Ja, das können wir gerne machen. Wir müssen eh nochmal reden. Herr Lange, haben Sie noch den Butterpreis im Kopf, den wir mal vereinbart hatten? Ja, den habe ich sicherlich aufgeschrieben. Weil ich habe jetzt gehört, ich habe nämlich in der Landwirtschaftszeitung, stand nämlich drin, Ankauf von Butter, und zwar die alte Molkerei. Die zahlt ganz gut. Also da war irgendwas von 5.000 zu lesen. 5.000? Ja, die sind wohl wieder bereit, da mehr zu zahlen. Also machen Sie sich da mal mit denen klar, weil ich will nicht irgendwie jetzt... Wissen Sie? Boah, 5.000, okay. Ich weiß, das ist viel, aber wir stellen auch qualitativ hochwertige Butter her. Ne? Das muss man einfach mal so sagen. Okay. Ich schaue das mal eben nach und würde mich dann melden. Aber sehr mal gut. Was ganz anderes. Ja. Ich habe aktuell Kalk und Leerpaletten in Überproduktion und schmeiße sie für kleines Geld raus. Haben Sie Interesse? Brauchen Sie was? Also Kalk brauchen wir tatsächlich nicht. Paletten? Was kosten denn die Paletten bei Ihnen? Ja, da würde ich Ihnen Spitzenpreis machen. Ich habe die gerade reduziert um die Hälfte auf 500. 500? Genau. Ja, lassen Sie mal ein paar da. Wie viel haben Sie denn? Die da am LKW drauf oder was?
Ja, die fahre ich jetzt gerade zu ihrem Nachbarn rüber. Ja. Aber das sind genau die Paletten. Ja, können Sie beruhigt mal einen Wagen vollbringen. Alles klar. Kein Problem. Wir können das auch so machen, wenn Sie wollten, dann rechnen wir das mit der Gülle und mit dem Gülle und Mist, mit der Gülle und mit dem Mist gegen. Ja. Und dann sagen Sie einfach, ob ich noch was bekomme oder Sie noch was bekommen. Ja, prima. Und wenn Sie noch was bekommen, warten wir noch ein bisschen. Genau. Und ich klinge nochmal eben durch nachher zwecks Butter. Genau. Ich habe noch eine Frage, Herr Lange. Ja. Wir sind jetzt auch dabei, Kompost zu produzieren. Ja. Haben Sie da Bedarf? Aktuell nicht. Aber ja, geben Sie mir mal, ich melde mich im Laufe des Tages und dann sprechen wir da nochmal drüber. Ich mache mir mal da eine kleine Kalkulation, was mich das so minimal kostet. Ja. Und dann sehen wir ja, ob das für Sie interessant ist. Das machen wir so, Herr Aumeier. Prima. Gut, ich danke vielmals. Ich habe zu danken. Danke, tschüss. So, okay, gut. Dann gehen wir mal hier rein und werden mal ganz schnell rüberfahren. Handy habe ich ein... Ja, Handy habe ich eingesteckt. Gut. Ich warte auf den Tag, wo ich mein Handy zu Hause vergesse und dann das Ganze den ganzen Tag bimmelt, weißt du? Ah ja. Ja, der Lange, du. Das kann man auch so machen, weißt du? So, dann fahren wir da mal rüber. Jetzt muss ich mal gucken, den Harthold, den wollte ich nochmal anrufen wegen den... Achso, ja gut, der wird noch sprechen mit dem Ron wahrscheinlich. Da warten wir noch einen Moment. Da wollen wir jetzt nicht, weißt du? Will er nicht aufdringlich sein hier? Weil dann glaubt er noch, ich brauche was von ihm. Das geht ja gar nicht. So, ja, der Lange fährt schön die Pappel nieder. Ich mag den Mann. Ich mag den Mann. Dann fahren wir mal rüber zum Marten und holen mal die Silage ab. Das geht, glaube ich, ganz gut. Ach, Gottes Willen. Ich erschrecke mich jedes Mal des Todes. Ja, hallo. Ja, grüß Gott. Harthold von der Bank. Grüß dich, Thorsten. Grüße. Hallo. Oh Gott, fast gegen den Baum gefahren. Ja, bitte, was kann ich tun für dich? Du, pass auf. Ja. Ich habe jetzt mal ein bisschen mit Ron gesprochen. Oh ja, sehr gut. Und ich denke, wir hätten was für dich. Ich bin sehr gespannt. Pass auf, hast du den Vorschlag gemacht bezüglich dem Big M von ihm selbst zu kaufen? Ja. Ich habe da, ich sag mal, einen guten Ablass gelassen für den Gebrauchten, also für den, was du jetzt gerade schon hast. Okay. Pass auf. Es ist so, normalerweise würdest du jetzt die 29.000 zahlen. Was? Wie viel? 29.377, um ganz, ganz genau zu sagen. Die Woche? Pro Woche, ja. Alter Schwede, okay. So, pass auf, du. Ich habe mal ein bisschen jongliert mit unseren Zahlen. Ja, das ist gut. Und ja, kann auch negativ sein, du. Aber ich kann dir versprechen, das ist positiv. Und was haltest du von 22.300? Können wir da noch was machen dran? Bitte? Schieß halt einfach los. Was hast du so mal dafür bereit? Also tatsächlich, also ich habe mir das jetzt schon ein bisschen ausgerechnet, weißt du? So ist es ja nicht. Wenn es für dich okay ist, würde ich gerne 50.000 Euro anzahlen und würde okay, sagen, ja, wir machen 15.000 die Woche. Oh, warte ganz kurz. Ich habe mir das schon ausgerechnet, das wäre für die Laufzeit ja möglich und wir müssen halt mit einer kleinen Endsumme dann reden. Aber also es wird nicht auf Null ausgehen, aber das ist ja normal beim Leasing. Genau. Du, pass auf. Können wir gerne machen. Machen wir so? Genau, 15 Klatt, das passt perfekt, okay? Okay, dann überweise ich dir die 50.000 jetzt. Jupp. Pass auf. Müssen wir da noch irgendwas unterschreiben oder wie machen wir das bei dir? Ja, unterschreiben muss mir definitiv noch was, aber dafür, das muss ich alles noch zusammenschreiben. Ja, mach das mal. Weil. Das muss ja doch schon alles seine Richtigkeit haben, du. Ja. Digitaltaschenrechner gibt's nicht bei euch, ne? Das ist aber böse. Okay. Perfekt. Gut, ja, behalte ihn halt einfach dabei. Ich laufe der Woche noch kurz vorbeischauen und. Okay. Dann hast du das mit dem Ron besprochen, dass ich den gleich behalten kann? Ich habe ihn sogar schon gekauft. Ach so, gut. Das ist alles schon komplett fertig, weil ich war mir vielleicht ein bisschen zu sicher, dass du den direkt nehmen würdest, aber. Es ist ein schönes Gerät auf alle Fälle. Das kann man echt nicht anders sagen. Ja. Na, perfekt. Du, falls es irgendwas gibt, melde dich halt bitte, okay? Mach ich sehr, sehr gerne. Ich danke dir vielmals. Passt. Dann noch bis irgendwann, gell? Ja, danke Passt. Dir. Tschüss. Bitte, servus. Okay. Ja, unverhofft kommt oft, sagt man ja, ne? Und, ja. Neues Fahrzeug nehmen wir natürlich gerne mit. Ich habe noch tatsächlich eine Anfrage. Die müsste man jetzt noch klären. Moment.
So. Weil ich habe vorher mit dem Uwe gesprochen und der Uwe hat mir gesagt, es läuft super, da gibt es gar keine Diskussion, aber wir haben ein Problem. Und zwar, wir können Silage. Heilige Maria, Mutter Gottes. Hallo! Hi, Thorsten! Der Schubert, grüße! Na, alles fit? Alles fit, wie geht's dir? Ja, wunderbar, kann nicht klagen. Wunderbar. Ich würde mich mal über den aktuellen Stand der Dinge so informieren, weil ich bin mir nicht so sicher, aber Silage liegt immer noch bei mir. Ehrlich? Ich habe nicht wieder reingeguckt oder hast du mittlerweile alles abgeholt? Also ich glaube, der Uwe hat gesagt, er holt alles ab. Der Uwe, das Uwe hat ist der auch, Mitarbeiter, oder was? Ja, der hat er auch gemacht. Das hat er auch gemacht, okay, ne, guck ich mir also, das gerade hier an. Guck gerne nochmal an, wenn da was liegen sollte, tut es mir wahnsinnig leid, dann würde ich gleich vorbeikommen. Ah, nö, ist mittlerweile weg, wunderbar. Okay, hätte ich mich auch gewundert, gesehen. Okay. Da hat der Uwe schnell gearbeitet, wunderschön. Ja, guter Mann. Guter Mann, ja, und wie es halt so im Allgemeinen ist, ne, steht was an, brauchst du was? Oh, alles gut momentan. Ich habe eine Frage. Suchst du tatsächlich, ja? Wir hätten jetzt Kompost demnächst. Kompost. Und wollte fragen, ob du damit was anfangen kannst vielleicht? Ich habe jetzt schon ein Angebot vom Lange bekommen, aber ich frage natürlich gerne mal die Landwirte, bevor ich es der Industrie gebe. Ja, ist richtig. Ne, also wüsste ich jetzt auf die Schnelle nicht, was ich damit will. Nee, okay. Ja gut, vielleicht also, sag mal, zum Ausbringen oder sowas. Oh, nee, ach, dafür haben wir den Kunstdinger, der ist eh effektiver. Sag mal, hat dir Ron auch einen Vorführer gegeben? Für was? Also jetzt, na allgemein, einfach so einen Vorführer mal zum Testen und das war's. Wir haben den Vorführer gehabt, den haben wir gekauft jetzt mittlerweile. Ah ja, okay, gut, dann hau ich die Story schon mal hin, wollte ich mich doch nochmal gerade absichern. Ja, wieso denn? Ja, ich habe jetzt auch so einen MAN-Truck mit Trailer und hier Hebelgedöns hier, weißt du, so IT-Runner-mäßig. Oh, schön. Ja, brauche ich noch nicht, deswegen, ich habe es jetzt trotzdem mal genommen, steht jetzt halt eine Woche sinnlos am Hof rum und er freut sich, ne, der Tatsache. Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie haut der momentan ziemlich raus, der Ron, ne? Ja, wer weiß. Entweder zu viel Überschuss oder noch schnell alles verschabbeln, bevor der Insolvenz kommt. Ja, irgendwie weiß ich nicht, aber irgendwie wird auch der Bierkonsum immer mehr, kommen mir vor. Ach so, auch noch. Tja. Da kannst du nichts machen. Ne, gut, nee. Aber wenn du nichts brauchst oder was abzugeben hast. Nee, dann, momentan dann nicht. Also, wenn irgendwas ansteht, ich melde mich sofort bei dir. Du bist meine erste Ansprechperson. Wunderbar. Gut, weiß ich Bescheid. Alles klar, ich danke dir vielmals. Jo, tschüss. Tschüss. So, wir beobachten jetzt noch ein bisschen den Martin da hinten, was der da macht. Ich habe keine Ahnung, was der da macht, ne? Das sieht. Ach, Scheiße. Warum lege ich hier nicht auf? Hallo, Grüße! Hallo, Thorsten. Oh, der Herr Bayer, grüße. Grüß dich. Grüße, wie geht's dir denn? Oh, ganz gut soweit. Ich wollte dich eh anrufen. Ja, was los? Wir haben ein kleines Problem. Also, was heißt Problem? Es ist kein Problem, es ist nur eine Sache, die müssen wir besprechen. Thorsten, bei dir sind es im Moment nur Probleme, ne? Ja, es kommt halt, was sagen wir so, mit dem Wachstum kommen auch Probleme. Man muss es einfach so sagen, ne? Ja, ich merke das schon. Ja, und zwar ist es ja so, dass wir momentan extrem dran sind, dass wir für die Bevölkerung halt gut arbeiten und wir halt nicht wollen, dass wir irgendwie Probleme in der Bevölkerung haben, ne? Ja. Jetzt haben wir das früher so gemacht, dass wir ja Silageballen hatten, beziehungsweise das Gras, was wir geerntet haben, zu Silageballen gepresst haben, bla bla bla. Du weißt ja, wie das ja. geht, ne? Ja, genau, weiß ich. So, jetzt haben wir uns aber gedacht, diese Plastikfolie, das ist ja nicht so geil für die Umwelt. Lass das mal weg. Und jetzt haben wir den Ballenwickler und so weiter und das Netz haben wir alles verkauft. Ja. So, jetzt stehen wir natürlich vor dem Problem, dass wir jetzt irgendwie Silage machen müssen. Jetzt ist das natürlich so, wir können uns jetzt einen Betonklotz hinstellen, der natürlich wieder mal den Boden verdichtet, unsinnigerweise, was wir nicht brauchen. Jetzt wäre unsere Idee gewesen, was wäre denn mit einem kleinen, kompakten, ich meine da wirklich kompakt, das Ding hat 3x3 Meter, Schnellfermentierer. Würden wir für den bei dir genehmigt bekommen? Ich sag dir auch warum. Erstens, es ist keine Geruchsbelästigung für die Bevölkerung. Wir haben das Plastik nicht mehr von den ganzen Silageballen, weil wir können das jetzt mal schnell fertigen. Und das Ding braucht sehr, sehr wenig Platz und sehr wenig Strom. Okay. Und da wir ja bemüht sind, selber Strom zu produzieren mit der BGA, du weißt ja, wie wir arbeiten, ne? Ja. Können wir das alles ins eigene Netz einspeisen und da wäre für die restliche Bevölkerung keine Probleme, also keine Anschlüsse fürs Netz, sag ich mal, also kein Abzweigen. Okay. Ich würde natürlich voll selber bezahlen, das ist nicht das Problem, Geld ist da. Ich muss natürlich das okay von dir holen. Ja, pass auf, dann baue es hin,
Wenn es dir hilft, wenn es dir hilft, dann mach es. Also es ist halt so, dass wir uns sehr viel ersparten und natürlich auch sehr viel CO2 dadurch sparen können, weil wir nicht so oft hin und her fahren müssen und das ganze plattfahren mit den großen Maschinen. Du weißt ja, die hauen so viel Sprit raus. Wir versuchen das schon irgendwie zu minimieren, aber solche Maschinen, solche neuartigen, helfen uns natürlich da ein bisschen mit der Umwelt zu gehen. Ne? Ja, okay. Ja, nee, wie gesagt, dann baue es hin. Mach ich. Nehme ich die hier, ist kein Problem. Vielen Dank. Jo. Ganz kurz. Ja, auch ganz lang. Du hast doch mal zu mir gesagt, ich weiß, normalerweise macht man sowas als Bürgermeister nicht. Was denn? Du hast ja mal gesagt, ich soll mich melden, wenn einer im Dorfe mit Tieren anfängt. Ja, genau. Ja, genau. Wie gesagt, du hast das nicht von mir. Okay, okay. Und zwar ist das nämlich der Herr Kirchner, der fängt an mit Hühnern. Und zwar im großen Stil damit. Im großen Stil? Oh, ja. Okay. Genau. Da ist nämlich mein nächster Termin und ich weiß noch nicht, wie ich das so ganz handhaben soll. Ja, muss ich mal gucken. Also die Regeln für Hühner sind dir ja bekannt, oder? Ja, ja, das ist mir bekannt. Also wie war das irgendwie? 3 Stück auf einen Quadratmeter? Ja, genau, richtig. Das muss halt auch eingehalten werden. Richtig, also ich weiß nicht, was er dahin baut, ob er da jetzt einen geschlossenen Stall baut oder ob er da jetzt ein großes Freigehege dahinter baut, wo die auch Auslauf haben, weißt du? Ja, ja, deswegen, ich werde mir das Ganze mal angucken und dann schaue ich einfach mal, was das wird. Ja, wenn du irgendwas brauchst, wenn ich da ganz unvermittelbar oder ganz unverlässlich mal vorbeifahren soll, nur mal gucken. Jetzt ruf mich an. Ja, ist in Ordnung, mach ich. Weil wir wollen natürlich auch wissen, was der füttert, ne? Weil das wäre jetzt schon interessant, was der hier füttert. Ja, logisch, das auf jeden Fall. Weil diese Gentechnik-Kacke hier, also Entschuldigung, aber das muss nicht sein. Ja, richtig, richtig, das will ich auch nicht. Nee, weil das Ganze verlange ich ja von dir auch, dass du alles Bio fütterst und das machst du ja auch, das habe ich ja schon ein paar Mal kontrolliert. Ja, ja, du kannst gerne vorbeikommen, also wir machen ein Ding nach dem anderen. Ja, also von daher, das verlange ich vom Kirchner auch. Ja. Ja, guck mal, ne, wenn du sagst, ja, okay, ist, dann, wie gesagt, ich will ja niemandem im Weg stehen, also wir machen das jetzt nicht weil wir so viel Geld haben wollen und so weiter, sondern wir machen das einfach, weil wir wollen, dass die Gemeinde und das Dorf natürlich was davon hat, ne? Ja, richtig, genau. Okay, Thorsten, dann will ich dich nicht länger aufhalten. Wunderbar, ich danke für die Zeit wieder mal. Genau. Wenn was ist, komm mal gerne vorbei, ne? Ja, mach ich. Und ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ja. Hast aber nicht von mir. Nein. Der Herr Schwarz, ne? Ja. Der hat jetzt Pferde. Echt? Die betreuen wir. Also wir füttern die und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du da mal einen kleinen Ausritt zu uns machen. Würde mich freuen. Ja, kann ich ja machen. Da werde ich mich mit dem Herrn Schwarz gleich mal in Verbindung setzen. Ja. Aber sag, du bist vorbeigefahren, du hast die Pferde gesehen, okay? Du hast nicht vorbeigefahren. Ja, alles klar. Ich will meine Kunden nicht enttäuschen, ne? Ja, weiß ich doch, Thorsten. Okay, alles klar. Okay. Dankeschön. Jo, bis Tschüss. Dann. Ciao. Perfekt. Perfekt. So, das heißt, wir können das Ding hier noch platzieren. Aber dann ist genug. Leute, dann ist Feierabend. Weil dann, ganz ehrlich, wir haben bald keinen Platz mehr, ne? Weil wir platzieren dann, wir können das eigentlich auch hier machen, weißt du? Dann platzieren wir das einfach so hier hin. Ist das irgendwie, wo ich voranfahren muss? Nee, oder? Oder haben wir das irgendwo anders noch mehr Platz? Ha, hierin wäre es halt auch cool, ne? Aber hier ist dann wieder so, Ja, wir haben nicht so viel Platz. Also der Hof sieht zwar riesengroß aus, ne? Aber so viel Platz ist das gar nicht, muss ich ja sagen. Aber hier so rein wird gehen, ne? Dann machen wir das ein bisschen weiter hinten, damit da nicht jeder guckt. Komm, ich mach das gleich. Ich hab's genehmigt bekommen und somit mache ich es auch gleich. Weil, was kostet die Welt, weißt du? So, jetzt haben wir dann bald kein Geld mehr, ne? Irgendwie müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen mit der Kohle. Aber ich glaube, das war kein schlechter Schachzug, muss ich ehrlich gestehen. Weil jetzt haben wir alles, was wir irgendwie haben und machen und tun können. Ich werde jetzt... Aber der macht Tiere? Wo baut denn der seinen Stall hin, bitte? Das wäre jetzt ja sehr interessant, ne? Dass der Martin jetzt auch ins Tiergeschäft einsteigen will. Das habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass das so kommen wird. Ne? Also kann jeder machen, wie er will. Wie gesagt, habe ich kein Problem. Aber ja, ist halt schwierig. Aber die sehen halt auch, ne? Da kann man was verdienen, wenn man es richtig macht. Nur wenn man es richtig macht, kann man was verdienen dabei. Und das wissen die Charlotten natürlich alle. Und ja. So, da haben wir schon mal ein bisschen was mit. Ich habe die Schaufel jetzt nicht ganz voll gemacht, weil warum? Will den das Gerät ja nicht unnötig belasten. Ja, dann fahren wir mal mit dem ersten Fuhrer nach Hause. In der letzten Folge keine Timelapse, in dieser Folge wahrscheinlich auch keine Timelapse, weil ich einfach so viel zu tun und so viel zu besprechen habe. Es tut mir wirklich sehr leid, wer jetzt auf diese Timelapse gehofft hat, wirklich, aber ich
weiß nicht wann und wie. Und das ist halt schwierig, ne? So, jetzt gucken wir uns mal die neue Produktion an. Den Weg werde ich noch bauen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, den Weg baue ich immer in der Pause, weil das leckt dann immer wie Teufel. Und das ist schwierig. So, aber unser Imperium, also Imperium ist das falsche Wort, ne? Unser Hof wächst und zwar kontinuierlich. Das muss ich einfach so sagen. Der Hof wächst und wächst und wächst und ich finde das mega geil. Und ich finde es auch cool, wie die Unterstützung von euch da ist, ne? Immer in den Kommentaren, mach noch das, dies und jenes. Was ist hier schon wieder los? Es vergeht kein Tag, ne? Es vergeht kein Tag, wo wir mal ein bisschen Ruhe haben hier. Ohne Scheiß, muss ich hier schon wieder anrufen, den Polizisten. Es ist einfach eine Katastrophe hier. Ja, Schwarz hier, hallo. Ja, Herr Schwarz, guten Tag. Der Thorsten ja, hier, Mahlzeit. Ja, hallo. Ja, da steht schon wieder eine Sämaschine mitten auf dem Weg. Also langsam glaube ich, irgendwer macht das hier absichtlich. Eine Sämaschine? Ja. Wo steht die denn? Die irgendeine Horschbronte wird gerade jetzt weggezogen von irgendeinem, weiß ich nicht, wer das ist. Ja, mitten Moment, auf dem Weg zu meinem Dingens wieder, wissen Sie? Ja, ich bin auch nicht. Ich guck mir das gerade mal an. Weil ja, bitte. Das ist ja merkwürdig. Das ist ja jeden Tag. Das ist immer die gleiche Stelle. Also, ich weiß nicht, was der hat. Vorne ein Gerät ankuppelt, hinten ein Gerät ankuppelt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Naja, das. Ich guck mir das jetzt mal immer an. Also ja, das, bitte. Ja, alles klar. Bis Dankeschön. Gleich. Tschüss, Ken. Ja, tschüss. Das geht ja nicht so, weißt du? Jeder hat sich an Regeln zu halten. So, wenn ich die Straße frei halten soll, dann halte ich die Straße frei. Meine Güte, ey. Wenn ihr Felder bestellen müsst, dann macht das doch. Aber haut damit ab, wenn ihr fertig seid. Weil wenn da ein LKW kommen will, weißt du, dann haben wir wieder keinen Platz. Und ich sehe eigentlich nicht ein, warum ich immer derjenige sein soll, der dafür warten muss und Zeit verliert. Das funktioniert so nicht. So, wie geht's meinen Kühen? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wir könnten jetzt die Silage tatsächlich, weil die ja vom Marten kommt, ne, ich weiß ja nicht, wie alt die schon ist und so weiter, können wir direkt in die BGA reinhauen. Weil, wie gesagt, Safety first. Ich will nicht meinen Tieren da irgendeinen Schrott geben, sondern will schon gucken, dass sie vernünftiges Futter bekommen. Und vernünftiges Futter ernten wir nur selbst. So, geht das hier klar? Der Trigger geht nicht, oder? Warte mal, kann ich den irgendwie... Sie. So, weg damit. Ah, dann beginnt auch wieder zu... Dann läuft es auch wieder. Sehr gut. So, ja, der Herr Schwarz ist jetzt da, ne? Aber das ist genau das, weißt du? Kaum ist die Polizei da, ist wieder alles beim Reinen. Das ist wie in Real Life hier. Das ist Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. So, ich habe jetzt noch was im Anhänger drin. Jetzt fahre ich den nochmal ein Stück zurück. Und hau das Zeug dann direkt rein. Aber das ist alles reingegangen, ne? Ohne Scheiß. So. Dann machen wir das mal so. Dann werde ich mal gucken, dass ich das jetzt hier auch noch reinbekomme. Weil ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber ganz ehrlich, wir haben es für lau bekommen und dafür ist es okay. Ich finde es mega geil, wie die Maschinen hier so arbeiten, ne? So, dann werden wir mal schauen, dass wir hier noch alles reinbekommen. Beep, 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 beep. So, ach du Scheiße. Hallo! Ja, servus, Thorsten. Hallo, grüß dich. Hartzeug von der Bank, grüß dich. Hallo, hallo, hallo. Pass auf, ich hatte mich eigentlich nochmal gemeldet bezüglich der Rate. Du. Ja. Du bist mir noch ein bisschen was schuldig. Was, welche Rate meinst du denn? Für die Tiere. Für die Tiere? Jo. Was meinst du jetzt? Die normale Rate. Ach so, die normale Rate. Jo, stimmt, genau, da hast recht. Die 120.000. Habe ich vergessen. Den Big M, das machen wir alles nächste Woche. Ah, das machen wir nächste Woche. Gut, das ist jetzt schlecht. Ja. Warum schlecht? Ich habe tatsächlich gerade eine Investition getätigt. Na, hör auf. Entschuldigung. Ich habe nicht gewusst, dass du jetzt das Geld... Ich habe gedacht, die Banker arbeiten nicht so lange, deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen Geld ausgegeben. Aber können wir das auf morgen verschieben? Weil ich bin, innerhalb der Woche bin ich ja noch, weißt du? Gut, machen wir. Ich melde mich morgen nochmal und dann... Du brauchst dann bitte wirklich. Sobald das Geld von dem anderen eintrifft, werde ich dir sofort die 120.000, waren das, ja, ne? Meld dich bitte bei mir, ja. Okay, dann machen wir das, kein Problem. Unbedingt bitte davon melden. Ja, das machen wir. Okay? Gut, passt, super. Alles danke, klar. Super, danke dir, servus, tschüss. Bitte. So, wir müssen jetzt nochmal den Ron anrufen. Ah, nicht den Ron, den Uwe. Herbst oder wieder den Namen, ne? Ein wunderschönen Thorsten. Uwe, Grüße. Uwe. Hi. Wir haben jetzt neben dem Kuhstall einen Schnellfermenter stehen. Ja, super.
Habe ich vom Bürgermeister genehmigt bekommen, habe ich auch gleich hingestellt, bevor der Typ von der Bank wieder kommt und Geld von uns haben will. Ja. Weil was wir haben, haben wir, ne? Ja, unbedingt. So, perfekt. Okay. Nur, dass du Bescheid hast. Oh, der Herr Polizist ist da. Ich muss auflegen. Bis später. Tschüss. Gut, tschüss, Ken. So, zack. Aussteigen hier. Hallo. Hallo, Herr Aumeier. Ja, Herr Schwarz. Gut, dass Sie da sind. Es ist immer typisch, ne? Sie kommen gerade vor und dann ist das Ding an die Seite gestellt worden. Ja, ich das war mir klar. Ja. Ich habe gerade mit dem Herrn Winkel gesprochen. Er hat dich wieder zurückgeschoben. Dann gehe ich ja davon aus, dass es die Sämaschine von dem Herrn Kirchner ist, ne? Wahrscheinlich. Das war diese rote, die hier steht. Die rote, ja, die hier steht, die stand hier mit, hier genau, also wenn ich Ihnen sage, in der Mitte drauf. Und das Problem ist, was ich Ihnen jetzt gerade sagen will, wenn ich jetzt außenrum gefahren wäre, was Sie hier machen, dann bin ich voll in seinem Bestand drin, wissen Sie? Ja, natürlich. Und wenn ich hier rumfahre, bin ich auch in seinem Bestand drin. Also ich weiß nicht, warum die Leute immer mich blockieren und ich dann immer warten muss, das verstehe ich nicht. Ja, nein, das geht ja auch nicht. Nee, ich werde dem Kirchner nochmal einen Besuch abstatten, oder das geht ja so nicht. Der kann doch, der hat doch da drüben seinen Hof, der kann doch kurz rüberfahren, bitte. Ja, deswegen, ich verstehe das auch nicht. Also, ich verstehe Susi nicht. Also, wer lässt schon seine Sämaschine hier auf dem Feld stehen? Die kostet doch Geld, bitte, wissen Sie? Ja, das kostet Geld, und wenn ich doch was gesät habe, dann lass die doch nicht hier drauf stehen, ja, oder? Ich verstehe es auch nicht. Aber bitte, soll er machen, wie er fertig hält. Er soll nur aufhören, mich zu blockieren. Alles andere kann er machen, wie er will. Ja, wollte ich sagen. Nee, ich werde mal einen Besuch abstatten, weil das. Ja, irgendwie. Ja gut, ich sag mal so wie die, die Rücklichter sollte er doch schon mal sauber machen. Ja. Aber ein Kennzeichen kann ich auch nicht erkennen, das ist... Ja, fragen Sie den mal. Ich will ja, wie gesagt, mir ist es egal, wie er rumfährt, er kann machen, was er will, aber er soll meinen Weg freihalten. Ja, nein, das ist ja auch richtig, das ist ja auch weil, Sie wissen ja, wenn auch die Kühe irgendwas haben, wenn der Tierarzt kommen muss und dann steht der Tierarzt da und muss warten, das muss halt nicht sein. Nein, das muss auch nicht sein, das ist... Ja. Nee, das sind entscheidende Minuten oder Sekunden, ne? Ja. Das geht nicht. Sagen Sie ihm einfach mal, ich will jetzt ja nicht hier, dass er jetzt eine Strafe bekommt oder sowas, ne? Aber er ist ja nicht so, dass sein Hof auf der anderen Straße, auf der anderen Hof oder Stadtseite wäre. Der ist ja genau daneben. Ja, ich wollte gerade sagen, man kann ja hier hingucken, man sieht ihn ja. Einmal umfallen, dann ist er da. Ja, genau. Verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ja gut, dann okay. Ja, würde ich sagen, ist ja schon gleich bald Feierabend hier, wa? Ja, im Dunkeln oder? Gerade nochmal die Kühe ein bisschen gefüttert. Ich hoffe, dass der bald mal Ruhe gibt da drüben mit seinem dicken Fender, weil ich will nicht, dass meine Kühe in der Nacht gestört werden. Aber ja, gucken wir mal. Naja, ich hoffe, bei dem Krach konnte ich jetzt auch nicht schlafen. Ja, ich hoffe, dass das klappt. Aber gut, wir sind am Land, es kann mal später werden, das wissen wir alle. Ja, wollte ich gerade sagen. Und ja, schauen wir mal, wie es wird, ne? Ja. Ich danke Ihnen auf alle Fälle, dass Sie so schnell da waren, Herr Schwarz. Ja, dafür nicht. Ich bin ja auf Streife, ich bin ja hier, ne? Ihre Pferde übrigens sind in besten Händen, ne? Ja, also wir sind da fleißig dabei. Ja, ich habe eben noch mit dem Uwe telefoniert. Ja. Ja, der hat mir noch Heu vorbeigebracht, also jetzt ist alles super. Nee, das läuft. Alles vorrätig hier. Ja, das passt. Ich melde mich dann gleich nochmal wegen der Bezahlung, aber wie gesagt, ich mache das wirklich human. Ja, da gucken wir gleich mal. Okay. Ich melde mich aber nochmal, wenn ich genaue Zahlen habe. Ja, wunderbar. Wunderbar, dankeschön. Ja, bitte. Tschüss. So, dann fahren wir hier mal weiter. Wir müssen ja noch zum Marken rüberfahren, ne? Ich muss ja noch die restliche Silage holen. Eieieiei. So, warte mal, was haben wir hier noch offen? Oh, da hat mich jemand angerufen. Anruf in Abwesenheit. Ach so. Anruf in Abwesenheit? Wer war denn das? Weiß ich nicht. Naja, muss ich schon wieder melden. So, der Herr Schwarz fährt auch nochmal in die Ernte rein. Sehr gut. Ich mag den Mann. Jetzt wird es aber echt dunkel hier, ne? Meine Güte. Vor allem leckt das hier gerade ein bisschen. Ich glaube, ich muss ja mal hier rausfahren. So. Okay, hinter Polizisten muss man natürlich langsam fahren, klar. So, okay. Was müssen wir denn noch machen hier? Ich glaube, dass wir auf alle Fälle noch... Ja, die restliche... Das müsste nicht mehr viel sein, das müssten noch ungefähr 10.000 Liter sein. Ah, jetzt geht's wieder. Ab und zu leckt es ein bisschen, ab und zu nicht. Kannst jetzt aber gerade nicht sagen, an was es scheitert, ne? Aber gerade ist nicht feierlich, ne? Gerade ist es nicht feierlich, aber gut. Das müssen wir jetzt auch nicht überstehen. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir die Kohle zusammenbekommen für die nächste Kreditrate. Weil ich will nicht den Banker auf meinem Hof haben und er sagt, ich nehme dir jetzt eine Maschine mit, weil du nicht zahlen kannst, so schlimmer Finger, weißt du? Alles schon gehört, alles schon gegeben. War nicht schön. Aber warum das hier gerade so leckt, weiß ich jetzt aber auch nicht, ne? Sorry dafür, aber kann es gerade nicht ausmachen. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, wie geht's denn unserem Server? So, warte mal, das können wir ja ganz kurz hier machen.
Lalalala. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich will da gucken, wie es ihm geht, weil sonst müssen wir da vielleicht noch was ändern. So. Wie geht's denn eigentlich unserem Server hier? Oh, den geht's eigentlich sehr gut. Ah, den geht's eigentlich richtig gut, ne? Okay, ist vielleicht ein lokales Problem. Gut, aber liebe Leute, wir sind schon wieder fertig für heute. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.